Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr mit Sicherheit schon in meinen Shorts gesehen habt, es gab eben gegen 9:45 Uhr in Leverkusen-Bürrich eine riesengroße Explosion. Wir waren zu dem Zeitpunkt in der Rathausgalerie unterwegs in Leverkusen und es hat einfach alles gewackelt, gescheppert und ja, Horrorszenario auf jeden Fall. Und ja, ich kann euch jetzt gerade mal die aktuellen Bilder einblenden, die ich gemacht habe. Ja, wie man sieht auf den Bildern, es war eine gigantische Explosion und Menschen sind in Panik geraten. Manche haben auch dann direkt ihr Handy gezückt gefilmt und ich war auch einer davon. Ich habe natürlich direkt aufgenommen und um euch natürlich auch auf den aktuellen Stand zu bringen. Also nehmt mir das bitte nicht übel und böse, dass ich euch jetzt gerade diese Bilder zeige und zeigen kann. Ja, es ist auf jeden Fall zum aktuellen Stand. Es gibt mehrere Schwerverletzte. Es sollen auch wohl schon zwei Tote gefunden worden sein. Und ja, es ist einfach das blanke Horrorszenario. Und im Umkreis wurde gesagt, von 20, 25 Kilometern wirklich alle Fenster und Türen geschlossen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und tut mir bitte den Gefallen und begibt euch auf jeden Fall in einen geschlossenen Raum und passt bitte auf euch auf. Und meidet die Umgebung Leverkusen-Bürrig auf jeden Fall, so gut es geht. Es sind ja auch noch viele ja, Berufskraftfahrer unterwegs, alles, die da lang müssen. Es geht jetzt aktuell nicht mehr. Es ist auch gesperrt jetzt, also die A59 gesperrt, die A1 gesperrt und ja, meidet das auf jeden Fall. Und ja, wie man gerade auf diesen Bildern noch sehen kann, es war wirklich eine gigantonomische Explosion. Wir haben echt Angst bekommen. Meine zwei kleinen Babys waren auch dabei. Die haben auch direkt das Schreien angefangen. Und ja, meidet auf jeden Fall großräumig Leverkusen. Ich wohne zum Glück in Köln. Wir sind auch direkt mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und ja, es war auf jeden Fall sehr beängstigend und als ob das Hochwasser wirklich noch nicht genug war. Und jetzt auch noch das und Corona brauche ich ja gar nicht von zu sprechen. Es ist auch noch da und ja, das Jahr 2021 und das Jahr 2020 sind wirklich für mich die zwei schlimmsten Jahre, die ich bis jetzt erlebt habe. Und ich denke mal für viele andere, die dieses Video sehen werden, natürlich auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Das soll es von dem kurzen Video gewesen sein. Wie gesagt, Leverkusen großräumig meiden. Und bleibt am besten zu Hause oder begibt euch so schnell wie möglich in geschlossene Räume. Macht es gut, euer Patrick von Ledom Produktion. Bei mir auf dem Kanal seid ihr immer auf dem Laufenden. Also ich sag trotzdem jetzt mal, auch wegen der Katastrophe, Glöckchen klingeln lassen, abonnieren nicht vergessen. Und macht es gut, euer Patrick von Ledom Produktion. Ciao.